Hey Leute, was ist ab heute und willkommen hier zu einer weiteren Mix Würfel Dwarf Challenge auf meinem Kanal. Auf dieses Video freue ich mich megamäßig, weil wir haben heute so viele geile Serien am Start, mit denen wir halt zusammen eine Mannschaft zusammen basteln werden. 11 Spieler werden am Ende hier auf dem Tisch liegen. Ihr kennt die Würfel-Dwarf-Regeln, insgesamt wird 13 Mal gewürfelt. 11 Päckchen, ich stelle euch mal ganz kurz die Serien vor. Also wir haben hier Premier League AXL, wir haben Matchtags, wir haben Champions League Sticker, wir haben Champions League Matchtags, wir haben Bundesliga Sticker, FIFA 365 Sticker und dann halt FIFA 365 Sticker nochmal, Matchtags und Premier League. Ganz genau, ich lege mal ganz kurz die Reihenfolge fest. Komm, wir starten mit Bundesliga Matchtags, dann Premier League AXL, FIFA 365 Sticker, Bundesliga Sticker, dann nochmal Premier League, dann haben wir hier Champions League, Bundesliga, FIFA 365, Champions League, Premier League, Bundesliga. So ist unsere Reihenfolge. Ich habe mega Bock auf das Video. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da. Vielleicht packen wir auf dieses Video die 300 Däumchen, Leute. Auf die Würfeldwaft Mix Challenge. Let's go. Auf geht's. Erster Wurf. Und mal gucken, welchen Spieler wir hier im ersten Pack erwürfeln. Die Nummer 1. Und die 1 fängt hier bei den Spielern an. Also nicht. Ich öffne ja die Booster meistens so herum. Das ist hier nicht die 1. Es wäre ein Frankfurter Angriffsspieler gewesen, aber das ist ja nicht die 1, sondern das ist die 5. Die 1 ist Guelov. Guelov vom FC Augsburg. Ja, kann man jetzt nicht so mit zufrieden sein, finde ich. Da wäre Ante Rebic von der Eintracht besser gewesen. Memedi, Alvarez und John Philipp Mateta von Mainz. So, dann haben wir Premier League AXL. Da können wir richtig geile Spieler ziehen. Klar, in der Bundesliga können wir auch richtig geile Spieler ziehen. Aber in der Premier League ist es doch nochmal ein bisschen was anderes. So, die 5. Ich bin gespannt. Triple Tweet von den Blues. 1. 2 wäre Marison. Dann Westwood mit der 3. IB mit der 4. Und Kolasinac mit der 5. Okay, haben wir einen Linksverteidiger, der auch die Bundesliga kennt. Kolasinac hat ja bei Schalke gespielt damals. Und dann noch hier Leander Dendoncker von Wolverhampton. Okay, machen wir weiter mit Päckchen Nummer 3. Päckchen Nummer 3, das ist eine 6, Leute. Es tut mir leid, dass ich hier immer würfel, aber ich habe hier, dass der Würfel immer aus dem Bild rollt. Ich habe halt hier begrenzt Platz 6. Aber es gibt doch nur 5 Sticker, oder? Oder gibt es 6 Sticker? 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, ich darf mir den Spieler aussuchen. Und ich nehme ganz, ganz klar, obwohl so klar ist es nicht, ich nehme aber trotzdem Kanté. N'Golo Kanté nehme ich mit. Als 6er, 8er kann eigentlich überall im Mittelfeld spielen. Spielt auch überall im Mittelfeld, weil der ist eh überall auf dem Platz. Der N'Golo Kanté. So, jetzt habe ich es geschafft und es ist eine 6. Wieder eine 6. Bedeutet, ich darf mir den Spieler, glaube ich, wieder aussuchen, weil es keine 6 Sticker gibt, ne? 3, 4, 5, genauso sieht es aus. Und eigentlich kommen nur 2 Spieler zur Auswahl. Entweder Rahman oder Niklas Süle. Ich entscheide mich aber da ganz klar für Niklas Süle. So, Premier League. Die 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Oh, es ist... Oh, shit, es ist so eine heftige Karte. Es ist die Invincible. Die Invincible als Fehldruck. Guckt euch das an. Die goldene Schrift wurde nicht genau in den Rahmen gedruckt. Und auch hier der goldene Rahmen ist komplett verschoben bei dieser Karte, Leute. Ein Fehldruck. Oh mein Gott. 100 Euro auf eBay. So, Tete von Norwich. Zack. Maguire. Chicharito, die kleine Erbse. Lamela und Baldock. Ja. Tete. Spieler Nummer 2. Champions League. Das kann richtig gut werden. Champions League ist immer. Ist für immer was Gutes dabei. Aber Zenit St. Petersburg mit Oleg Shatov ist dann halt eher semi-gut. Und wen hatten wir hier noch drin? Wir hatten einen Van Dijk. Wir hatten einen Fernandes. Wir hatten einen Callejon, einen Pedro und einen Ramsey. Also es läuft nicht so gut bei der Mix-Würfel-Dwarf-Challenge. Es läuft nicht so gut. Pff,
gucken, wie es weitergeht. Burgstaller, Schellbrett und die drei Fabian Klos von Bielefeld. Also ich habe mir eigentlich überhaupt keinen besseren Stürmer vorgestellt als Fabian Klos, Leute. Ich habe mir den, als ich eben das Video begonnen habe, habe ich mir schon gedacht, Alter, jetzt ein Fabian Klos im Sturm, das wäre mega geil. Und jetzt habe ich ihn. Geil. Danke. Die 5. Die Nummer 5, der letzte Sticker. Komm, lass es ein Logo sein, lass es ein Logo sein. Es ist Dortmund. Axel Witzel und Nico Schulz, okay? Okay, 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 okay. Ich weiß, wie ich es mache. Ich stelle Axel Witzel einfach in die rechte Verteidigung und tausche den dann mit Chatov. Und Chatov kommt dann ganz raus. So ist jetzt erstmal mein Masterplan, den ich im Kopf habe. So, Nummer 3. Champions League Sticker 3. Als erstes haben wir, also Leute, die Sticker, die sind mega episch, ne, die Champions League Sticker. Willi Orban, guckt euch diesen Sticker an. 1, 2 und Nkunku. Nkunku Bunku von RB. Lass mal hier noch Matip und einen Lewandowski. Okay, Nkunku im linken Flügel. Was anderes kann ich ja jetzt eh nicht machen. So, Premier League, vorletztes Pack. Wir brauchen noch einen Torhüter und einen rechten Flügelspieler. Und ich habe die 1 gewürfelt. Und die 1, lass es ein Matic Pogba sein. Ich entscheide mich für einen Spieler, ich entscheide mich für Pogba und stelle den jetzt in den rechten Flügel. Antonio, Hanski, Kabasele, Bertrand. Mit meinem Glück kann ich am Ende auch einen Spieler noch ins Team holen, Leute. Ich sag's euch. Also das ist heute komplett nach hinten losgegangen. Bundesliga-Sticker mit der 6. Das heißt, ich darf mir den Spieler wenigstens nochmal aussuchen. Das ist gut, aber wir brauchen halt einen Keeper. Wenn wir keinen Keeper dabei haben, Pavlenka, sehr gut. Schöpf, Moravec, nehme ich ganz klar Jiří Pavlenka mit. Obwohl der dieses Jahr nicht so, ist der noch verletzt oder so? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall, ja, ist das jetzt erstmal mein Team. Ich darf jetzt nochmal tauschen. Was heißt nochmal? Ich darf jetzt erstmal tauschen. Das erste Mal und eine 4. Und viermal muss ich gar nicht tauschen. Ich tausche Chatov mit Axel Witzel. So, das Mittelfeld ist in Ordnung. Dann tausche ich Pogba mit Tete. Das Mittelfeld ist überragend. Pogba, Witzel, Kanté. Also Mittelfeld bin ich sehr zufrieden. So, Abwehr kann auf jeden Fall noch was besser gehen. Also wenn ich Spieler austauschen wollen würde, wäre 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Komm, bitte eine 5, bitte eine 5. Was habe ich euch gesagt, Leute? Was habe ich euch gesagt? Ich werde garantiert eine 1 würfeln und zack, würfel ich eine 1. Und ich weiß schon, wen ich Spieler, wen ich reinholen werde. Es ist ein Robert Lewandowski, Leute. Ich brauche und möchte einfach einen geilen Stürmer drin haben. Und zurzeit gibt es eigentlich kaum bessere, geilere Stürmer als Lewandowski. Der knipst ja fast in jedem Spiel, der Robert. Und deswegen nehme ich Robert als Champions League Sticker mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ist unser Team. Bewertet es unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.